Herzlich willkommen zum heutigen Tutorial aus dem TwinSafe-Bereich. Heute schauen wir uns die Realisierung eines Safe-Break-Tests an. Mein Name ist Martin Früchtel aus dem Produktmanagement Safety. Wie immer möchte ich zunächst ein paar allgemeine Informationen geben und unser Demosystem beschreiben. Danach gehe ich kurz auf den Ansatz des Break-Tests ein und dann nach der Live-Demonstration möchte ich noch ein, zwei weitere Informationen geben bezüglich der Umsetzung, was man beachten muss. Dann kurzer Ausblick auf die folgenden Tutorials und wie immer enden wir mit einem kurzen Q&A zum Thema SBT. Das Ziel des heutigen Tutorials ist es, ein bestehendes TwinSafe Motion Wizard Projekt zu nehmen und darin SBT, also einen Safe Break Test, zu integrieren. Als Voraussetzung wird wie immer benötigt eine TwinCare 3 Version Größe gleich 4024.11, eine TE 9000 Version Größe gleich 1211, eine TwinSafe Firmware auf dem AX8000 Größe gleich 03, eine AX8000 Firmware Größe gleich 0104 mit der Default Module ID aktiv und wir brauchen einen Motor mit integrierter Haltebremse. Der Startpunkt des Tutorials ist eine vollständige TwinCare 3 Solution mit Standard-PLC, einem EL6910-Projekt und eben einem TwinSafe Motion Wizard-Projekt. Unser Demosystem besteht aus einem CX für die EtherCAT-Kommunikation und die Standard-PLC, einer 6910 Master TwinSafe Logic-Klemme, mit der AX8000 kommuniziert, eine EL1918, auf der eine Lichtschranke verdrahtet ist, ein AX8000 in der X2XX Safe Motion Variante und einen Motor mit integrierter Haltebremse. Die gewünschte Funktionalität heute. Wir wollen einen Bremsentest durchführen, indem wir ihn aus der Standard PLC über die EL6910 anfordern. Der Bremsentest selber wird dann direkt auf dem AX8000 ausgeführt. Dann noch kurz zum Ansatz des Bremsentests. Der Bremsentest basiert auf einem direkten Zusammenspiel zwischen der Standard-PLC und der Safety. Das heißt, die Standard-PLC macht ja die funktionale Ansteuerung des Drives. Das heißt, die Achse wird hin und her gefahren oder eben hoch und runter gefahren. Das heißt, wir brauchen immer das Zusammenspiel zwischen der Standard-PLC und der Safety, damit der Bremsentest funktionieren kann. Und wie man an dem hier dargestellten Diagramm schon sieht, besteht der Hauptanteil des Bremsentests aus SPS-Code. Das heißt, in der Standard-PLC wird quasi der normale funktionale Prozess ausgeführt. Und wenn ich jetzt den Bremsentest durchführen muss, wird in der Standard-PLC zunächst die Achse in eine Testposition gefahren. Das heißt, es muss natürlich eine sichere Position sein. Und wenn der Bremsentest fehlschlägt, muss ich zum Beispiel auch für Wartungsarbeiten an die Achse kommen. Das heißt, nachdem die Achse in die Position gefahren ist, wird die Bremse geschlossen. Dann wird das Drehmoment aufgebaut. Das erforderliche Drehmoment für den Bremsentest muss ich natürlich vorher berechnen, weil auch die Safety das überprüfen muss. Das heißt, die Bremse wird geschlossen, der Moment wird aufgebaut und dann wird an den Safety-Bereich wird quasi das Signal übergeben, dass der Bremsentest durchgeführt werden kann. Auf der Safety-Seite wird anschließend durch den Funktionsblock SBT, also Safe Break Test, wird eben der Bremsentest sicherheitstechnisch überwacht. Das heißt, es wird überwacht, ob die Bremse geschlossen ist, ob das erforderliche Drehmoment anliegt und ob sich die Position in einem erlaubten Fenster bewegt. Das heißt, gewisses Spiel gibt es immer, aber sie muss quasi konstant an der gleichen Stelle bleiben, damit der Bremsentest erfolgreich ist. Und nach Durchführung des Bremsentests gibt es eben eine positive oder negative Rückmeldung an die Standard-PLC und dort muss diese entsprechend weiterverarbeitet werden. Aber der Hauptanteil der Arbeit ist in der Standard-PLC. In der Safety an sich wird das Ganze durch einen einzigen Baustein realisiert. Dieser Baustein heißt natürlich Safe SBT, also Safe Break Test und hat gewisse Eingänge und Ausgänge. Unter den Eingängen gibt es zunächst den Eingang SBT. Der dient zur Anforderung des SBT, das heißt, wie gerade im Diagramm gezeigt, über den ersten Eingang kann die Standard SPS der Safety sagen, dass der Bremsentest durchgeführt werden kann. Der SPC-Eingang enthält einfach nur die Information, ob die Bremse geschlossen ist oder nicht, was natürlich Grundvoraussetzung ist für den Bremsentest. Wir haben einmal den Eingang Single Turn Position, das ist die sichere Positionsinformation aus dem Encoder des AX8000. Wir haben einen Actual Current EQ, das ist der drehmomentbildende Strom.
Anhand dessen wird quasi der Torque überwacht und wir haben einen Eingang Min Current EQ. Das ist der minimal notwendige Drehmoment, damit der Bremstest durchgeführt werden kann. Das heißt, über diese Grenze muss ich kommen und dann misst der Funktionsblock, ob eben der Torque gehalten wird und gleichzeitig die Position gehalten wird. Dieser Eingang Min Current EQ kann beschaltet werden, muss aber nicht. Es gibt zusätzlich den Parameter, wo ich eben diesen drehmomentbildenden Strom fix limitieren kann. Das heißt, ich kann dort in den Parameter das einmal eintragen und dann ist der fix vorgegeben. Über den Eingang kann ich das Ganze natürlich variabel gestalten. Auf Seite der Ausgänge haben wir einmal einen Test-Error-Ausgang. Der meldet dieser boolsche Wert und meldet eine 1, wenn ein Fehler aufgetreten ist während des SBT. Break Valid, der Ausgang liefert das Testergebnis, ob der Bremsentest erfolgreich war oder nicht. Den kann ich dann weiterverarbeiten und dann weiter koppeln, weil natürlich, wenn das Bremsenergebnis fehlgeschlagen ist, darf ich ja nicht weiterarbeiten, bis der Bremsentest für diese vertikale Achse wieder bestanden ist. Aber ich muss natürlich gewisse Maßnahmen treffen, damit ich eventuell für Wartungsarbeiten doch noch händisch verfahren kann zum Beispiel. Aber dafür ist dieser Ausgang da. Und der letzte Ausgang ist der Remaining Time. Das ist ein UDINT-Ausgang. Den kann ich mir hochmappen in die Standard-SPS und kann dann jederzeit anhand dieses Wertes prüfen, wie lange habe ich noch bis zum nächsten erforderlichen Bremsentest. Die Zeit, die bis zum nächsten erfolgreichen Bremsentest erforderlich ist, kann ich unter anderem in den Funktionsblock-Parametern einstellen. Dort gibt es zunächst den Parameter Break-Test-Intervall. Das ist genau dieser Wert. Das heißt, ich gebe ein zum Beispiel, einmal pro 8 Stunden muss ich einen Bremsentest durchführen und nach dieser abgelaufenen Zeit wird quasi der Ausgang auf 0 geschaltet. Das heißt, ab dann zählt mein Test nicht mehr als bestanden, wenn ich ihn vorher mal bestanden habe. Max Duration ist die maximale Zeit, die ich dem SBT gebe. Das heißt, ich triggere SBT und dann habe ich genau diese Zeit lang Zeit, bis eben diese Parameter entsprechend anliegen müssen, damit der Bremsentest erfolgreich war oder nicht. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, wird der Ausgang logischerweise wieder auf 0 gesetzt. Dann habe ich, oder gar nicht, erst auf 1 gesetzt natürlich. Dann habe ich noch Max Position Deviation. Das ist meine maximal erlaubte Abweichung der Positionsinformation, weil es eben ein Analogwert ist. Das heißt, ein bisschen wackelt der sowieso immer hin und her, aber ich kann so ein gewisses Fenster erlauben. Und Min Duration ist die minimale Zeit, die dieses Drehmoment anliegen muss. Das heißt, ich baue das Drehmoment auf. Jetzt in diesem Fall ist 10 eingestellt. Die Einheit ist an der Stelle 100 Millisekunden, das heißt 10 mal 100 Millisekunden. Also eine Sekunde lang muss dieses Drehmoment anliegen, damit der Bremsentest als erfolgreich anerkannt wird. Dann können wir auch schon mit unserer Live-Demonstration beginnen. Wir haben eine TwinCat 3 Solution. In dieser TwinCat 3 Solution haben wir unser Safety-Projekt für den AX 8000 und haben parallel dazu eben unsere Standard-SPS. In dieser Standard-SPS haben wir eine State-Machine implementiert, wo eben der Bremsentest angesteuert wird. Das heißt, alle Punkte, die ich vorher bereits beschrieben habe, die werden hier erledigt. Das heißt, die Achse wird in die entsprechende Position gefahren. Und dann wird die Bremse eingefallen lassen, dann wird das Torque aufgebaut und die Rückmeldung wird eben verarbeitet. Das ist der SPS-Code dazu. Und auf der Safety-Seite benötigen wir eben jetzt den SBT-Baustein. Parallel zum Safe-Brake-Test wollen wir immer noch den Torque limitieren, damit auf jeden Fall nicht zu viel Drehmoment aufgebaut wird. Das heißt, den limitieren wir hier noch. Das Ganze verschalten wir dann noch mit 2 Rohrbausteinen in unserem Beispiel. Dann benennen wir entsprechend unsere Bausteine passend um. Das heißt, unser SBT hat ein Grenzdrehmoment von 900. Das heißt, der SBT prüft bei eingefallener Bremse, ob mehr als Torque 900 anliegt. Wie man das berechnet, erkläre ich nach der Live-Demo noch kurz. Wir benennen auch unseren Limit-Baustein um. Wir wollen den Status unseres SPT-Commands nach außen geben, das heißt, wir invertieren das Signal.
Und wir wollen eben, dass während des Bremsentestes nicht zu viel Moment aufgebaut wird. Das heißt, wir verknüpfen das Ausgangssignal des Limitbausteins nachher noch mit der SPT-Anforderung, um den Motor abzuschalten. Den Drehmoment limitieren wir in unserem Beispiel auf minus 1500 bis plus 1500. Für den Baustein bereits die erwähnten Eingänge. Der SPT-Eingang, den empfangen wir über FSOE, haben ihn natürlich bei uns nur auf eine lokale Variable gelegt. Wir wollen unser SPC-Command, das lokale Command, damit wir wissen, ob die Bremse drin ist oder nicht. Unser Single-Turn-Position ist unsere sichere Positionsinformation vom primären Feedback. Unser Actual Current IQ ist der drehmomentbildende Strom des lokalen Prozessabbildes. Und wir wollen eben am Limitbaustein limitieren wir den Drehmoment. Dazu müssen wir den Datentyp ändern auf Double Integer und verknüpfen es eben auch mit Current IQ. Und für die Invertierung des SPT-Signals nehmen wir quasi unser SPT-Command, was wir empfangen, und negieren das. Das heißt, immer wenn der Bremsentest angefordert wird, wollen wir auch gleichzeitig das Drehmoment limitieren. Wir geben den Status noch nach außen, damit wir ihn quasi in der PLC verarbeiten können. Und gehen dann eben mit dem SPT-Signal auf den Rohrbaustein, den In-Limit-Signal gehen wir auf den Rohrbaustein, der SPT-Test-Error-Ausgang geben wir uns nach draußen. Das gleiche natürlich für das Break-Valid-Signal, was aber dann natürlich auch intern verarbeitet wird, dass wenn Break nicht valid ist, dass keine gefährliche Bewegung mehr ausgeführt werden kann. Und wir geben uns auch die remaining Zeit nach außen, damit wir in der SPS später immer zur rechten Zeit den Bremstest durchführen können. Und wie schon gerade erwähnt, wir prüfen während des SPTs auch gleichzeitig das maximale Drehmoment. Das heißt, wenn der SPT läuft und das Drehmoment wird zu groß, dann wollen wir SS1 aktivieren. Dazu nehmen wir als Signal den Ausgang des Rohrs und geben den auf die Error Handling Gruppe auf Mon in 4 des SS1 Bausteins. Das heißt, wenn das der Fall ist, dass das Drehmoment zu groß wird, dann gehen wir nach SS1. Prinzipiell war das auch schon die Verschaltung. Wir haben natürlich die Variablen bereits vorbereitet. Das Einzige, was wir an der Stelle noch einstellen müssen, ist die erlaubte Abweichung. Erlauben wir eine Abweichung von 3. Dann müssen wir eigentlich das Projekt dann können wir unser Projekt eigentlich schon runterladen. Das heißt, wir starten den Multi-Download. Wählen unsere beiden Projekte aus, geben Benutzernamen und Passwort ein. Verifizieren die beiden Seriennummern und starten den Download. Dann verifizieren wir die CRCs und schalten das Safety-Projekt wieder frei. Jetzt können wir auch unseren SPT das erste Mal testen. Das heißt, wir bereiten kurz unsere Oberfläche erst darauf vor, damit wir einen schönen Überblick haben. Das heißt, wir öffnen auch unser SPS-Programm und schieben es kurz daneben, damit wir auch gleichzeitig unsere Safety-Logik sehen können. In der PLC sind wir schon eingeloggt. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch
Safety den Online-View aktivieren und Show Online-Values, damit wir auch die Analogwerte des Bremsentests sehen. Für die Durchführung des Bremsentests müssen wir jetzt nur noch, in unserem Fall haben wir uns einen Boolschen Trigger gesetzt, damit wir den Bremsentest manuell ansteuern können. Den müssen wir nur noch auf True setzen. Sehen dann im Online-View, dass der SPT aktiviert wird. Der drehmomentbildende Strom steigt auf über 900. Das heißt, entsprechend geht auch der Ausgang Break Valid auf True und unsere Remaining Time beginnt runterzuzählen. Wir haben hier 8 Stunden eingestellt. Und auch unser Limit-Baustein hat keinen Fehler geschmissen. Das heißt, in unserem Fall wurde der sichere Bremsentest erfolgreich durchgeführt. Das war der Teil mit der Live-Demonstration. Noch kurz weitere Informationen. Wir haben das ja schon vorher erwähnt, wir arbeiten gerade an einem detaillierten Applikationsbeispiel in unserem Applikationshandbuch. Für den sicheren Bremsentest, dieses Beispiel, sprechen wir parallel dazu immer mit dem TÜV Süd schon durch. Das heißt, wir haben danach ein TÜV Süd bestätigtes Beispiel für einen Bremsentest. Und der ganze Bremsentest für dieses Applikationsbeispiel orientiert sich an der DIN EN ISO 1690 1 im Anhang G wie Gustav und DGUV Artikel 005, schwerkraftbelastete Achsen. In beiden geht es um schwerkraftbelastete Achsen und was ich an der Stelle machen muss. Das heißt, es wird beschrieben, welche Applikationsmöglichkeiten gibt es, welche Gefahren sind da. Und für die bestimmten Szenarien auch, wie kann ich diese Szenarien sicherheitstechnisch überwachen oder was muss ich tun? Das heißt, wir nehmen uns an der Stelle ein Beispiel raus, wo eben unsere integrierte Haltebremse reicht. Und dann wird in dieser Norm und in dem Artikel wird beschrieben, wann muss ich einen Bremsentest machen, wie oft muss ich einen Bremsentest machen, welche Architektur muss ich aufbauen, also welche Kategorie, damit ich eben diese Applikation anwenden kann. Danach machen wir eine sicherheitstechnische Betrachtung unseres Applikationsbeispiels. Das heißt, wir machen unser Zuverlässigkeitsblockdiagramm, zeigen auf, wie der Datenfluss ist und gehen dann darauf ein, wie der Performance Level zu bestimmen ist, beziehungsweise im Falle des sicheren Bremsentests, warum eine genaue Berechnung des Performance Levels an der Stelle nicht durchgeführt werden kann. Und es gibt zusätzlich natürlich detaillierte weitere Anforderungen, weil nur, dass ich den Bremsentest durchführe, reicht es natürlich nicht für die bestimmten Applikationen, weil ich muss natürlich gleichzeitig zum Beispiel das Handbuch des Antriebes beachten, die sicherheitstechnischen Hinweise, das Handbuch des Motors und so weiter. Das heißt, da stehen dann die Anforderungen drin bezüglich der Testposition. Was muss ich machen für die Wartung des Motors? Muss ich eventuell ein Refreshment der Bremse durchführen und so weiter? Das ist dann alles im Applikationsbeispiel zu finden. Falls Sie weitere Fragen haben bzw. Hilfe brauchen bei der Umsetzung, gibt es zum einen natürlich unser Beispiel im Applikationshandbuch, was wir hoffentlich bald veröffentlichen können. Dort wird es auch für die Standard-PLC ein, zwei Beispiele geben, wie man das machen kann. Das haben wir natürlich heute nicht ausführlich vorgestellt, weil es eben sehr viele Spezialfälle gibt. Wir haben natürlich einen sehr einfachen genommen, aber es gibt dann natürlich Sonderfälle wie gekoppelte Achsen. Das heißt, ich muss sie erst entkoppeln, muss in einen anderen Modus schalten. Deswegen haben wir den Standard-SPS-Code heute nicht weiter vorgestellt. Wenn es Fragen gibt zur Ansteuerung aus der Standard-PLC, dann können Sie sich jederzeit an unseren Drive-Support wenden. Wenn es Fragen gibt bezüglich der Benutzung von SPT bzw. auch des Zusammenspiels zwischen PLC und TwinSafe für einen Safe Brake Test, dann natürlich jederzeit unseren Safety Support kontaktieren. Zur Bestimmung des minimalen Torques noch kurz. Es muss zunächst der minimale Torque für den Safe Brake Test in der funktionalen Steuerung bestimmt werden, natürlich auch anhand der normativen Vorgaben. Also zum Beispiel, es muss 1,3-fache maximale Schwerkraftbelastung getestet werden, dann wird eben der Torque bestimmt. Und der entsprechende Torque in der Safety ist ganz einfach zu berechnen anhand der folgenden Formel. Der Torque in der Safety entspricht dem funktionalen Torque mal Wurzel 2.
Dann möchte ich noch kurz einen Ausblick geben auf die folgenden Tutorials bzw. auf das nächste Tutorial. SLP mit manueller Referenzierung hatten wir vorletzte Woche, glaube ich, schon. Deswegen nehmen wir uns nächste Woche nochmal den SLP vor, aber diesmal eben mit automatischer Referenzierung. Und dann schauen wir, was wir noch als nächstes machen, je nachdem auch, welche Anforderungen nach Tutorials von außen noch kommen. Dann möchte ich mich an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder zum SLP mit automatischer Referenzierung.